Yo Leute, willkommen bei der Hardgainer Crew. Mein Name ist Jill und wir zerbersten heute das Gym in Form eines richtig leckeren Schulterworkouts. Ich will aber nicht viel sagen, sondern seht selbst. Super. So, ein noch, komm. Super. Oh. Sauber. 4. Unglaublich. Tierisch scheiße, Kerl. 6. Los, komm. Komm, tu mal. Easy. Super. Alter, komm. Keine Pause. Hoch. Alleine. Pass auf deinen. Man merkt schon so krank die Unterschiede bei den einzelnen Ausführungen. Bei Tobi achtet so krank auf die Contraction, egal ob in der Negativphase als auch die Positivphase. Gleich bei Kevin wird man sehen, der arbeitet so krank mit den positiven Explosiven. Oh, Kindergeburtstag für dich, 15, easy. Easy. Fuck. Warm-up. Wir reden hier bei Multipresse schon von 145 Kilo. Das ist für mich kein Kindergeburtstag, ganz im Gegenteil. Schon eine Ansage, generell 5 wäre schon Maßstab mit Hilfe. Vito befürchtet böse. Ich brauche meine Kraft noch, sagt er. Ich bin gleich dran. So schön. Go. Ja. Bleib dran. Oh. Oh. 5, so viel zu 5. Bitteschön. Kraftmaschine, jetzt hast du Kraft gespart, jetzt mach 10. Mach 10, aber dann hier so, Millimeter Rap. Oh, mal gucken, meine Schuhe. Gar nicht. Was machst du da? Mit deiner linken Schulter die ganze Zeit? Ich habe da ein Impingement-Syndrom an der linken Schulter, was jetzt die letzten 3 Monate knapp behandelt wurde. Und ich muss meine Schulter in die richtige Position bringen, damit sich die Bizepssehne nicht im AC-Gelenk oben einklemmt. Ja. Ja, beste Voraussetzung, 145 Kilo zu drücken. Oder? Genau, deswegen bin ich auch gerade sehr begeistert davon. Aber jetzt muss ich ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe ja schon im Interview gesagt, Leute, wer auch immer euch erzählt, scheiß auf Gruppenzwang und sowas, der hat keine Freunde. Ja. Easy. Super. 3. Komm. 4. Komm. Jawohl. Sauber. Sehr schön. Okay, mein Gesicht gewahrt. Tobi, achtest du bei solchen Gewichten auch noch auf deine Contraction? Ja, also wenn es so schwer wie heute, das habe ich lange nicht gemacht, aber die Technik wird trotzdem gleich bleiben. Ist ja egal, ob schwer oder leicht. Technik ist das Parameter, was ich nicht verändern soll. Ja. Man muss immer das Gewicht kontrollieren können, nicht andersrum. Ja. Wir sind da. Schub. Sauber. Und Schub. Ja. Zieh durch. Hol ihn dir. Ein noch, komm. Und Schub. Zieh durch. Hopp. Jawohl. So, jetzt könnt ihr schon sehen, wie die Scheiben davonrennen wollen, weil Kevin gleich dran ist. Ja, 3 noch. Komm, Digga. 1. 1 noch. Holst du dich. Easy. Jawohl. Ohne Scheiß, ich hab vorhin schon, hab ja als stillheimlicher Follower schon das ein oder andere Video gesehen. Ich hab schon hinter den Kulissen gesagt gehabt, ich habe noch nie so einen starken Bodybuilder gesehen wie den Card Kevin. Unglaublich. So Leute, heute mal Training mit Jill von Road to Glory. Bin mal echt gespannt. Die erste Übung haben wir jetzt schon hinter uns. Also ja, Power ist da. Das, was ich von ihm gesehen hatte, auch in den Videos immer, ist glaube ich Schulter einer seiner Stärken. Mal gucken, hat er jetzt noch einen Pulli an, aber guckt nachher mal selber drauf. Gerade so Partie, denke ich, vordere Schulter,
Bankdrücken war auch immer nicht schlecht. Wie gesagt, heute Schulterworkout. Bin mal gespannt. Ja? Also. Jawohl, komm, super. 4. Klasse. Das ist ja noch nichts. Riesig, haben wir uns ja noch lange nicht gefunden. Wie groß der Unterschied zur Multipresse? Sieht vom Ablauf her nahezu identisch aus, klar? Es ist hier eher in Richtung Nackendrücken als Frontdrücken. Also genau genommen sieht man ja, der Griff geht genau durch mich durch. Ja. Also das ist der Kompromiss zwischen Nackendrücken, aber ohne die Schultern zu sehr zu belasten. Weil man ja mittlerweile weiß, das Nackendrücken ist halt so eine unnatürliche Position fürs Schultergelenk, was mit den Jahren auf jeden Fall einen Pinchment hervorrufen wird. Ja, ja. Und so hat man den Schwerpunkt genau auf dem Kopf. Man kann wirklich sauber arbeiten. Außerdem hat man hier beide Seiten einzeln geführt. Das heißt, wenn man die Schwachstellen hat, kann man die hier ausbessern. Ja. Super. Super, komm. Jawohl. Push, komm. Sie fühlt sich noch geiler an, als sie aussieht. Ist gut, die ist richtig gut. Meine absolute Lieblingsschultermaschine. Und oben hast du erstmal so einen abnormalen Widerstand, denkst, da geht gar nichts und dann kommt. Leute, dazu muss ich sagen, eigentlich machen wir nicht gerne so Schleichwerbung, wir bekommen auch nichts dafür, aber Nautilus-Geräte sind einfach so mit das Geilste, was es gibt, weil die wirklich mit Biomechanikern konzipiert wurden, dass sie wirklich die Biomechanik des Körpers adaptieren und man auf die gesamte Range of Motion wirklich die gleiche Belastung hat, ohne die Gelenke unnötig zu belasten. Ellbogen waren das? Kennst du doch. Ja. Weißt du doch, damals. Aber meine höre ich immer nicht. Das, ich höre immer nur nicht von anderen. Der Schleich. Leise. Das Leise. Leute. 75 Kilo pro Seite. Ja, ich finde, das ist immer schwer, so einen Referenzwert oder einen Maßstab zu setzen bei Maschinen. Jede Maschine bewegt sich unterschiedlich. Bei freien Gewichten, Kurzhanteln sind 30 Kilo 30 Kilo, aber bei so einer Maschine ist es schwer, einen Referenzwert zu suchen. Bei der Multipresse ähnlich. Ja. Da verhält sich auch jeder anders. Anders, jeder hat einen anderen Widerstand. Jawohl. Ich hol ihn dir. Komm. Super. Hopp. Zieh noch einen. Jawohl. Sehr gut. Puh, das ist ein Gewicht. Fast so viel wie er selber. Fast so viel wie Tobi. Was hast du drauf? Hashtag Fett Tobi. Eins, zwei, hopp! Oh, fuck that! So, komm! Los, super! Ein noch, komm! Super. Und slow runter. Was hab ich mir denn da heute angelacht? Heftig. Ich hab's schon gerade gesagt, eigentlich ist ja aber Schulter deine Stärke, oder? Kann es sein? Habe ich das richtig so eingeschätzt? So von den Videos etc.? Generell bin ich Push. Genau, drücken, ne? So Bankdrücken ist auch relativ gut. Aber im Vergleich zu das, da sieht man, wo der Maßstab hängt. Ja? Unser hervorragender Kamera meinte vorhin noch liebevoll, Jill, als ich dir das erste Mal gesehen habe. Krank. Aber jetzt, neben den drei Jungs, ich fahre mit solchen Minderwertigkeitskomplexen nach Hause. Nein, das ist der Maßstab, das motiviert extremst, Mann. Sowas liebe ich, bloß liebe ich. Okay, komm. Hopp. Komm schon, geh durch. Ab. Super. Ja. Komm. So, was von. C. Ja. Komm. Jetzt einfach. Komm. Super. Super. Easy. Porno Kevin. Ne? Porno Kevin ist auch. Ihr wisst Bescheid, Mäuschen. Super. 9. 10, 2 noch. Komm. Letzter. Hopp. Zieh durch. Und langsam. Langsam für mich. Also wir sind hier beim Schultertraining mit Jill, Road to Glory. Ich
Ich muss euch wirklich sagen, der Typ ist bärenstark. Denkt man nicht, wenn man so diese für mich kleinen YouTuber sieht, denkt man immer, okay, alles Show und sowas. Der Typ ist brutal stark, zieht krass mit. Mit am Start natürlich Porno Kevin und Fett Tobi. Hashtag Porno Kevin, Hashtag Fett Tobi, nicht vergessen. Und geht brutal ab heute. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wann ich mit meiner Schulter das letzte Mal so schwer trainiert habe. Aber fühlt sich gut an, auch mal wieder ein bisschen heavy zu gehen und nicht nur auf Raps. Da weiß man wieder, was einem gefehlt hat in der Zeit. So Leute, ihr wollt Kevin kennenlernen. Die Hotline findet ihr in der Videobeschreibung. Da ist sie! Wer? Card Kevin! Hashtag! Nur 1,99 pro Minute. Ich war ein bisschen dran. Wisst ihr Bescheid, Alter. Die Cam geht nachher online. 9,99 Euro pro 5 Minuten. Bucht mich. Bucht mich. Für wie viel kann man bei eBay die angeleckte Medaille ersteigern? 1 Milliarde Euro. Was kommt da von oben runter? Oh, dein Handtuch. Los, komm! Komm. Super, komm. Super. Klasse. Komm. Siehst du, geht doch. Super. Okay. Aber weil du heute der Gast bist, wenn du möchtest, darfst du meine Medaille gerne mal tragen. Oh krass, echt? Das wäre mir eine Ehre, Mann. Aber nur, weil du es bist. Fuck. Oh Gott. Ja. 10% mehr Leistung. Das hat noch nicht mal einer von meinen Jungs gedurft. Krass, Mann. Ja. Bettel mich immer an. Kevin, lass mir doch mal deine Medaille tragen. Nein. Jetzt bin ich grad Kevin. Sieht aus wie Vitos Puppenstübchen. Für so eine Kante ist das Gerät gar nicht ausgelegt. Schaut mal die Schulterbreite an, Mann. Ich fühle mich jetzt wieder wie im Go-Kart, wenn wir schon beim Thema sind. Super, komm. Acht hast du, komm. Vier. Ja, und drei passen. Und den letzten. Jawohl. Sauber. Jungs, geben Gas. Hammer. Wir nehmen uns natürlich nach jeder Maschine Desinfektionsspray und reinigen es von Grund auf. Sieht sie aus wie geleckt. Oder wir lecken sie einfach ab. Oh, scheiße. Und da. Der war schwer. Okay, der war sehr schwer. Gar keine Power, guck mal. Die Medaille gibt dir Kraft. Definitiv, Digga. Komm. Super. Noch vier, komm. Light break. Noch drei. Oh. Light break, baby. Come on. Super. Und noch ein. Super. Nein. Komm. Jawohl, komm. Oh, super. Oh. Wirklich, Leute, fette Props an Jill. Echter Fighter. Also da, wenn es anfängt weh zu tun, dann fängt er an zu arbeiten. Zwei noch, komm. Und der letzte. Das macht wirklich Spaß. Miteinander motivieren, ein bisschen triezen. Ja? Richtig frechen Spruch bringen. Hashtag Papa Vito. Hashtag the brain. Könnt ihr mal sehen, wie eine Schlange. Hashtag the snake, Alter. Mal so nebenbei. Ja, komm. Jetzt, komm! Weiter. Komm, gib mir noch fünf, vier, und drei, zwei, zieh durch. Und dann. Easy, komm! Super, komm! Sauber. Sehr schön. Ja, Leute, cooles Training mit dem lieben Jill. Endlich mal auch ein YouTuber, der uns kraftmäßig das Wasser reichen kann. Nicht so wie die ganzen Luftpumpen da draußen. Das ist auf jeden Fall eine coole Nummer, macht richtig Bock. Mal einer, der auch wirklich mitzieht, sich zusammenreißt und wirklich beißt und das Training durchzieht. So, ohne Gejammer, ohne Geheule. Cooler Typ. Daumen hoch, Angel. Ramon, weiter. Klasse. Und weiter. Wäre ganz cool, denke ich mal, für die Zuschauer, dass du wirklich mal deinen Pulli ausziehst, weil
Ich habe mir das gerade mal genau angeguckt. Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gesehen. Okay. Wenn ich ihn jetzt Tipp geben darf. Ja, immer. Immer her damit. Dafür das ist so ein so der Fehler, den die meisten halt machen. Ja, wenn man sich nämlich zu fest oben macht, dann passiert das automatisch, dass man die Schultern hebt und aus den Nacken wieder mitnimmt. Also wichtig ist, dass ihr so ein bisschen sie nach vorne aushängt, ja, und dann einfach nur so hebt. Und dann siehst du schon, hat mein Nacken damit gar nichts zu tun. Ja. Hey Jill! Ha! Du hast deinen scheiß Booster auch gar nicht genommen! Achso, deswegen hat die Übung nicht funktioniert. Deswegen sieht man so flach aus. Deswegen gehe ich so unter der Masse. Was mit euch? Wir sind alle schon voll. Okay, der kam spät an, habt ihr gemerkt. Auch ein geiler Hashtag. Wir sind alle Hashtag, schon voll. Wir sind alle schon voll. Hm? Voll legit. Alter, jetzt kann's losgehen, oder? Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Ihr seht beispielsweise, dass das Ellbogengelenk deutlich höher als das Handgelenk ist. Es ist essentiell, dass bei 90 Grad zwischen Ellbogen und Schultergelenk Schluss ist. Zieht man höher, geht es wieder nur in den Nacken rein. Okay? Ja, wenn ihr so macht, was passiert? Irgendwann, wenn ihr zieht, ihr seht schon, das passt gar nicht. Ihr seht ja vielleicht ein bisschen an der Schulter, die ist ja so gefächert so ein bisschen. Ja, das heißt, der Zug, die ist ja erst frei beweglich. Ja, und ihr könnt den Zug, tendenziell die seitlichen gehen so ein bisschen nach vorne hin. Ja, und wenn ihr jetzt festmacht, ja, der Arm will nach vorne, aber ihr macht euch so fest und was passiert automatisch? Man nimmt dann den Nacken halt mit. Mhm. Und dann passiert genau das hier. Ja, deswegen entspannen, Schulter nach vorne locker, ja, Brust natürlich oben lassen, aber ihr seht, meine Schulter ist ein bisschen nach vorne. Und dann seht ihr, mein Nacken ist gar nicht mit drin, ja, sondern es bewegt sich nur hier die Schulter. Mach die 15 voll. 10, easy. Stark. Hashtag Kevin scheißt auf alles. Zum Glück haben wir keinen Nachbarn unter uns. Also, locker, wenn du sagst, ja? Ja, versuchen wir ein bisschen nach vorne zu. Genau, jetzt lass einfach hängen. Versuchen wir nur zur Seite hochzuziehen. Ja, das ist halt der Punkt, gerade bei so Sachen. Natürlich gibt es wieder so ein bisschen. Der Faktor Genetik, also wenn man eine Schulter hat, dann kann man seitdem machen wie ein Bekloppter. Und die Schulter kriegt einfach einen Reiz ab oder wächst einfach. Aber wenn man natürlich nicht da gesegnet ist, dann muss man sich umso mehr darauf konzentrieren. Wie gesagt, das ist der Punkt. Am besten gar nicht erst die Übung falsch ausführen. Wir sind halt Gewohnheitstiere. Es geht schnell über, dass eben die gewisse Motorik drin ist. Und die dann wieder rauszubekommen, ist deutlich schwerer, als es von Beginn an richtig zu machen. Oh, hier. Guck mal, was die hinter uns machen, Alter. Wo ist der Fokus, Tobi? Ich muss Vito gerade mal wieder ein bisschen richten. Der hat sich gerade ein bisschen was eingeklemmt hier hinten. Besser als jede Teil, oder? Weiter, 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 weiter. Lass sie brennen. Oh. Oh, ey, 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 ey. Monster-Satz. Jetzt 10, jetzt komm, 10. Wie ihr seht, 9. Wie dort eine etwas andere Technik, so wie ich auch. Aber viele Wege führen ans Ziel. Ne? Ich finde nur wichtig, dass man nicht unbelehrbar ist. Ich hasse diese eingefahrenen Bodybuilder, die denken, sie wissen alles, sie können alles und lassen sich nicht belehren. Okay. Andersrum gesehen finde ich es auch, wir nennen es mal schade, wenn draußen diese Pommes-Speaker dann ums Eck kommen und sagen, Kevin, machst die Übung falsch, Mann. Aber ich meine, dein Erfolg gibt dir doch recht. Ja. Ja? Nee, ich finde auch, immer dazulernen ist immer wichtig. Die Ohren aufhalten, ja. Immer die Augen und Ohren offenhalten, sich umgucken. Wenn ihr die andere Meinung habt, dann probiert es einfach aus und guckt, was ihr davon haltet, ob es für euch was ist oder nicht. Schluss war ich nicht mehr so sauber, aber jede Wiederholung zählt, jeder kleine Reiz, alles zählt. Das finde ich bei Tobi so vorbildlich.
Der ist wirklich erst dann mit dem Satz durch, wenn er die Gewichte weggelegt hat. Bedeutet, er nimmt jede einzelne negative Phase noch mit. So muss das sein. Okay. Was für ein atemberaubendes Training. Es macht so verdammt Spaß, sich gegenseitig zu motivieren und vor allem endlich mal Leute da zu haben, die noch um Längen voraus sind. Es macht extrem Bock. Man lernt super viel dazu. Und die Jungs, das ist das Wichtigste, sind genauso hinter der Kamera wie vor der Kamera. Jeder von denen ist eine Charaktere und man kann wirklich die in Rubriken stecken. So, der Tobi ist der Vernünftige, der Kevin ist der Draufgänger, der einfach nur vor Kraft strotzt und Vito, Papa Vito trifft es ganz gut. Also extremst geil. Ich bin gespannt, was wir noch auf dem Kasten haben und vor allem, was jetzt noch da abgeht. So, hier ist zum Beispiel mal, auch wenn es lustig aussieht, ist das wirklich bei uns Bodybuildern, Jill, du kennst es vielleicht auch, so Trägerpunkte, durch das schwere Training halt. Es ist so, dass natürlich auch mal die Muskulatur festmacht, gerade wir, die 5-6 Mal die Woche trainieren. Und das ist natürlich, wenn eine Muskulatur nicht mehr kann, dann ist die Reaktion darauf, dass sie festmacht, wenn wieder Belastung kommt. Und dann entstehen genau so eine Punkte und die müssen dann immer gelöst werden. Ich bin ein gelernter Reha-Sporttrainer, also keine Sorge. Und natürlich muss aber sowas halt langfristig auch immer passieren. Wenn wir mit Körpergefühl arbeiten, dann merkt man so, oh, eine Seite, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie, die zieht komisch. Und vor allen Dingen, wenn man das wirklich nicht behandelt, dann kann es wirklich sein, dass man sich ein scheiß Bewegungsmuster antrainiert und sich so muskuläre Disbalancen halt reinballert. Deswegen gönne ich mir alle zwei Wochen mittlerweile mit der lieben Artin eine Pärchenmassage. Hört sich auf den ersten Blick lustig an, aber lasst mal euch von so einer kleinen Thai-Lady so richtig schön durchkneten. Das Ganze funktioniert mit Ellbogen wie auch Kniegelenk. Und es tut höllisch schwer, aber danach fühlt man sich wie neu geboren. Mobility, sowohl vor als auch nach dem Training und das Dehnungsverketzen aufgrund der Verkürzungen, die stattfinden. Ja, man kennt ja so viele Bodybuilder, die einfach nur noch so sind und kaum mehr sich ihre Schuhe zubinden können, weil sie eben so extrem verkürzt sind. Also rollen, rollen, rollen. Super. So, okay. Ich versuche es jetzt auch mal ein bisschen gezielter zu treffen, um den bestmöglich den Nacken rauszubekommen, was natürlich nicht komplett möglich ist. Du musst einfach ein bisschen weiter nach hinten, sonst ist die Bank zu weit vorne. Ein bisschen mehr nach vorne und die Ellbogen weiter hoch. Das ist quasi so die Ellbogen einer Flucht hast. Dann müsst ihr den Nacken weiter raus. Alter! Komm. Ich sehe, es ist gar nicht so leicht. Sieht auf jeden Fall einfacher aus, als es letztlich ist. Gerade wenn man gezielt eben die hintere Schulter aktivieren möchte. Eine schöne Übung. Definitiv empfehlenswert. Das war einer. Jawohl. Let's nutze. Und achtet auf eure gottverdammte hintere Schulter. Ich bin einer der Probanden, die eben den Vorteil in der vorderen haben. Und das führt eben zu Disbalancen. Im schlimmsten Fall eben zu hängenden Schultern. Wir brauchen diesen aufrechten, selbstbewussten Look und der bekommt eben, oder der kommt dann zur Geltung, wenn man den Hauptaugenmerk auf die hintere Schulter setzt. Denkt immer dran, bei jeder einzelnen Push-Übung vom Bankdrücken in sämtlichen Variationen habt ihr eben als Hilfsmuskulatur die vordere Schulter mit drinne. Ja, und deswegen ist sie generell bei den meisten Bodybuildern am ausgeprägtesten. Okay, come on. Stark. Finisher, komm. Richtig schön. Hier sieht man perfekt, wie es hinten reinwandert. Das ist der Ziehmuskel. Versucht immer so ein bisschen die Ellbogen tendenziell ein bisschen höher zu machen, weil die wollen, ihr wollt runterziehen, ihr wollt kompensieren mit dem Latt. Mhm. Ja, beziehungsweise jetzt zieht und dann geht es so rein. Und deswegen immer versuchen, die Ellbogen nach oben zu steuern. Ja, die Armposition oder die Handposition von dir fand ich geil. Ich habe einfach nur so wie eine Kralle. Ja. Und der Rest kommt der Ellbogen, der überträgt. Ja. Seht bei Vito jetzt auch eine ganz andere Variante wieder? Den Eindrehen. Vito nimmt die Hände. Reverse, ja. Reverse. Dann macht den Daumen nach unten. Die beiden Ebenen haben den Daumen nach oben gemacht. Vito nimmt den Daumen nach unten. So finde ich es auch eine bessere Variante. So kann ich den hinteren Delta-Muskel besser ansteuern. Gerade hier ist ja auch die Kombination hintere Schulter-Trapez. Die arbeiten ja zusammen. Mhm. So, wenn man jetzt natürlich einen exorbitanten mittleren Trapez hat,
dann müsste man sich wirklich ganz krass auf die hintere Schulter konzentrieren. Wenn man aber meistens ist es ja so, der Trapez kann dann mitwachsen. Okay. Ja, dann nehme ich ihn einfach mit. Klar. So, ist auch nicht verkehrt. Kevin wieder, zack. Ja, das ist mal eine andere Version von Time Under Tension. Dafür macht er das dreifach an Wiederholung und bleibt es dann wieder aus. Weißt du, was mal ein geiles Experiment bei euch ist, Weinwehr? 8 bis 12 Wochen. Testo nehmen. Solltet ihr allmählich mal anfangen mit, ja. Nein, hab ich mir schon lange überlegt, aber ich war immer sehr abgeschreckt. Gerade wenn der Muskel noch kalt ist, ne, dann ist die Verletzungsgefahr eben am größten. Deswegen aufwärmen, aufwärmen, aufwärmen. Das haben wir auch vorher gemacht, bevor wir überhaupt die Kamera angeschaltet haben. Haben wir uns nochmal 10, 15, gar 20 Minuten fast eben damit beschäftigt, unsere Rotatoren warm zu bekommen. Jo Leute, das war unser Schulterworkout mit Jill, Road to Glory. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich hab zu deinem echt gut mitgezogen, also unseren Respekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, schaltet ein beim nächsten Mal und wir gehen jetzt pennen und fressen. Oder andersrum. Peace.